Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, hallo Leute, ich bin gerade hier am Feueranhänger Quest machen. Ich muss diese großen Spinnen töten. Die kleinen habe ich schon mal erledigt. Ja, bin Stufe 35, wie man sieht, und habe hier eine Grinch-Maske gefunden. Magnetstücke habe ich relativ viel gefunden, aber das auch nur mit Ausdauer. Ja, diese Items habe ich hier gefunden, die sind gedroppt von den Greifen, die droppen wenigstens noch etwas. Ja, mehr eigentlich nicht. Ja, ich habe einen guten Plausch mit Leuten hier chatten. Ist wirklich toll, dass Leute noch in der Nacht online sind und mit mir ein bisschen planen können, bis ich bereit bin für die Aufnahme, bis ich alle Videos hochgeladen habe und so. Und ja, ja, beginnen wir mit dem Schlachten von großen Feuerspinnen. Und erzähl mal irgendetwas über ein Thema. Sagen wir, was mich momentan beschäftigt, ist die große Anzahl von bösen Leuten, von machtgierigen Leuten und so. Ja, vor allem von der Religion und von dieser schwulen Szene und so. Dass diese Schwulen so extrem böse angeschaut werden in Russland und anderen Ländern da. Dann über diese Machtgier in Politik und Gaming-Branche. Ja, das ist jetzt ein schlechtes Gegenbeispiel noch. Pharmaindustrie. Ich verstehe nicht, wieso ein Mensch eigentlich böse sein muss. Okay, es ist ja schon ein bisschen cool, Machtgier und so zu haben. Das ist jetzt also den Erfolg oder so, aber hat man nicht mehr Erfolg, wenn man nett ist und gönnerisch ist? Viele Spiele, ich vergleiche das mal mit den Spielen auf Steam, viele dort sind nur Verkaufsschlager, weil sie unter 20 Euro kosten. Und die anderen, die werden einfach nicht günstiger, zum Beispiel Civilization, wird nie günstiger, okay. Es gab manchmal Sales oder so, aber dann sieht man, dass man mit so viel hohen Preisen eigentlich gar nicht Erfolg hat. Civilization ist ein Top-Spiel, also das ist der 5. Teil. Aber er ist einfach zu teuer, immer noch zu teuer. Und das werden natürlich die Leute nicht kaufen. Heutzutage hat man richtige Finanzschwierigkeiten. Und das sieht man, die Leute sind nicht mehr bereit, mehr als 50 Euro auszugeben. Ja. Deshalb muss man noch ein bisschen gönnerisch sein, ein bisschen nett sein. Es ist klar, es kostet halt ein wenig, solche Spiele herzustellen. Aber wieso stellt man dann Spiele her, wenn man es nicht einbringt, ein bisschen zu gönnerisch zu sein, immer Machtgier zu haben? Bei SimCity 5 habe ich jetzt das so extrem fatal gesehen. Die Leute wollen so ein Spiel gar nicht kaufen. Und EA Games bekommt extreme Finanzschwierigkeiten dafür. Weil sie einfach zu dumm sind, zu machtgierig sind, das Spiel günstig anzubieten oder das Spiel ein bisschen gönnerisch zu machen. Was soll ich mit so wenig kleinen Maps? Was soll ich mit Online-Zwang anfangen? Ich will nicht mit Kollegen spielen, solche Games. Es ist halt einfach, man hat eine eigene Stadt, da will man nicht irgendwie noch andere Leute. Ja, das ist eher dann ein bisschen eine Ablenkung, oder? Und das will ich ja nicht. Ich will SimCity 4 haben, nicht 5. Und ja. SimCity 4 hat so viel gut gemacht und SimCity 5 hat so viel schlecht gemacht. Es ist richtig eklig, darüber nachzudenken. Und ja. Aber am meisten Schwierigkeit machen wir einfach, dass die Leute, die Games entwickeln, einfach nicht mehr bereit sind,
etwas Spaßiges zu machen. Es muss immer eine Herausforderung sein. Es muss immer so extrem umfangreich sein und so. So etwas bringt es einfach nicht. Die Spieler sind sowieso nicht bereit, die ganze Zeit zu spielen. Und spielen müssen zu zwingen. Das sieht man hier im Rechnum. Man kommt einfach nicht vorwärts, wenn man nicht viel spielt. Und alles ist angepasst, die Drops sind angepasst, die Warzone ist angepasst an Leuten, die viel spielen. Man hat keine Chance ohne das. Und die Quests sind mit langen Laufwegen verbunden, soll ich sagen. Es ist, ja, alles ist nur auf so Herausforderungen gesetzt. So, man hat Herausforderungen nicht nur, indem man die Gegner stärker macht und so. Man kann doch mal eine umfangreichere Quest machen, die auch ein bisschen Hirnschmalz verlangt. Ja. Ja. Ich muss ein bisschen mehr in Schach schreiben. Jo. Also, weiter. Das sieht man zum Beispiel jetzt in Path of Exile und Leech of Legend und so. Leute, also Entwickler, die etwas für das Spiel machen und es auch weiterentwickeln, werden Erfolg haben. SP haben möchtest. SP. Nicht schlecht, aber ja. Okay, ist eigentlich gut. Ja, relativ gut. Wie viel verlangst du? Okay, nice, danke. So, wir müssen die Großen töten. Oh, was für ein Wunder. Hätte ich jetzt niemals getan. Die sehr Großen. Oh, es müssen sehr große sein. Ausrüsten muss ich natürlich auch noch. Wo sind sie? Ja, für Level 47. Hm. Schade. Schade, 74, aber 8. So haben wir den bekommen. Einen Longbow-Mittel. Wie viel Schaden mache ich dann? Weniger. Ich mag ihn schnelle Liebe. Jo. Schafe und ein paar Löwen. Sind gar keine Spinnen mehr da. Was noch? Ja, heute habe ich 2 Level geschafft. Also heute. Es ist ja schon morgen. Aber es ist ein Tag vergangen. Ich habe 2 Level geschafft.
Spiel. Oh nein. Mal mir nachfragen, ob sie mir kurz hilft. Toll. Ja, ich hatte ja euch erzählt von diesem Trade, den ich aufgemacht habe. Wieso aus viele Leute nur noch depressiv reden und dann das Spiel verlassen und so frustriert sind. Und ich bekam ja ein bisschen heftige Kritik. Es ist ja so schlimm, mal kurz zu sagen, Meinung zu sagen. Und das hat sich jetzt wieder gelegt. Wahrscheinlich hatten sie Angst von GMs, also von den Moderatoren. Ich bin schlimm. Ich bin auch böse. Nein.